Zauberflöte. Sie ist die weltweit meistgespielte Oper. Viele bezeichnen sie zudem als die beste, die je geschrieben wurde. Auch die Salzburger Festspiele präsentieren heuer die dritte Neuproduktion dieses herausragenden Werkes von Mozart seit 2005. Nach den eher mäßigen Erfolgen der Regisseure Graham Wick und Pierre Audi inszeniert diesmal Jens Daniel Herzog. Sein Papageno fährt mit einer Biene, italienisch Ape, auf die Bühne. Bin ich hier, geh nicht los, nicht heiß, doch, ach, ich wurde ein Jahr, bin bekannt, bei Alp und Boden, die ganze Land. Reißt die Himmelocken und Odin und mich auf Schweifeln zu verstehen. Drum hat nicht Lohen und am Pult in der Felsenreitschule steht Maestro Nicolas Anoncourt. Er dirigiert in dieser zentralen Opernneuproduktion des Salzburger Festspielsommers 2012 nicht die Wiener Philharmoniker, sondern den Consentus Musicus. Dieses Orchester spielt die Zauberflöte auf zum Großteil historischen Originalinstrumenten. Das hat es in der Geschichte der Salzburger Festspiele noch nie gegeben. Zumindest für die Sänger ein Vorteil. Also für mich jetzt, dass man einfach mehr Farben zeigen kann. Also man muss jetzt nicht nur schauen, dass jetzt die Balance stimmt mit Orchester, dass die Stimme auch durchkommt, sondern das Problem gibt es letztendlich nicht mehr, weil es sehr ausgewogen ist, balanciert ist und man kann sehr viel mehr probieren, mehr Farben zeigen, mehr auch, es muss nicht immer die Balance in der Stimme sein, man kann ein bisschen gehauchter machen das Ganze oder ein bisschen mehr stimmlich oder mehr ein bisschen auch geschrien, also alles Mögliche kann man dort machen. Die Papagena ist eine Salzburg-Debütantin, nämlich Elisabeth Schwarz, aber Markus Werber hat den Papagenos seit 2005 in allen Salzburger Neuproduktionen gegeben. Und doch fühlt sich Salzburgs Stamm-Papageno keinesfalls wie ein routinierter alter Opernhase. Man hat natürlich dieses Know-how dieser Rolle, aber wenn man jetzt mit Anoncourt das macht, ist es natürlich ganz was Neues. Ja. Also das haben wir total von null auf neu gestaltet. Das ist für mich etwas ganz was Neues, musikalisch was ganz was Neues geworden, diese ganze Sache. Inwiefern? Naja, weil ich meine, zum Beispiel hat er uns erklärt, wie jetzt Mozart das meint, wenn jetzt gehaltene Töne sind, zum Beispiel bei den Streichern, dass man das ein bisschen mehr rezitativisch machen kann und nicht so jetzt im Tempo oder auch jetzt die Tonhöhen jetzt nicht ganz so genau nehmen muss, sondern man kann das auch ein bisschen variieren, weil es doch ein bisschen accompagnato, rezitativ gemeint war halt von Mozart auch. Sagt er. Also er hat musikalisch für Sie durchaus eine neue Welt erschlossen. Ja, ja, absolut. Also wir haben, wie gesagt, dieses Stück kennt man natürlich. Jeder sagt, jeder kennt das Stück, aber ich meine, das ist da ist so viel drinnen in der Musik, dass man, da findet man so viele neue Sachen. Also das ist echt, eigentlich ist es schwer zu sagen, dass man ein Stück gut kennt. Tatsächlich hat Anoncourt sogar in der Fotohauptprobe unüblich oft unterbrochen und viele musikalische Details eingefordert. Diskussionen zwischen dem Maestro sowie zwischen seinem Intendanten Alexander Pereira und Regisseur Jens Daniel Herzog, also auch knapp vor der Premiere am kommenden Freitag. Inspizient! Inspizient! Für den Herrn zum Anoncourt bitte! Bei dieser Opernpremiere am Eröffnungsabend der Salzburger Festspiele wird Moa Monostatos Rudolf Schaschnigg Pamina Julia Kleiter nachjagen, während Tamino Bernhard Richter die Bestien wie immer in der Zauberflöte mit seiner Zauberflöte besänftigt. In die ebenso virtuose wie wirkungsvolle Rolle der Königin der Nacht ist heuer Mandy Friedrich geschlüpft.
Ob die neue Salzburger Zauberflöte die enormen Erwartungen erfüllen kann, wird die Opernwelt am kommenden Freitag wissen.